Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Fahrstunde. Yes! Diesmal haben wir die zweite Fahrstunde. Also, letztes Mal haben wir ja eine Doppelstunde gehabt. Dieses Mal ist es die zweite Doppelstunde mit Tyler. Ja, wir fangen da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich hoffe, ihr habt die Folge gesehen. Wenn nicht, ich kann hier oben, glaube ich, eine Karte verlinken. Ja, dann könnt ihr euch die auch nochmal reinziehen. Dann lasst uns nicht lange quatschen. Intro! Puh. Guck mal, da hinten kommen die Schilder. Kannst du schon sehen? Ja. Sehr gut. Bremst mal fest da runter. Ein bisschen mehr. Genau. Kupplung drücken. Und welcher Gang? Zweiter. Auf jeden Fall. Sehr gut. Und jetzt ohne Gas? Weit nach links gucken. Kommt keiner, ne? Ohne Gas. Nein. Lass Gas los. Sonst schubst sich das Auto von alleine raus. Roll mal ohne Gas weiter. Wir fahren noch eine weiter. Nichts machen. Das Auto rollt alleine. So ist cool. Und dann schmeißt du jetzt einen Blinker an. Dann checkst du einmal so hier, dass hier keiner kommt. Nein. Und dann gibst du Gas. Wie schnell darf man jetzt hier fahren? Hier steht kein Schild. 100. Also ein bisschen Gas. Kupplung durchdrücken. Rollen lassen. Und dritte Gang. Wieder Kupplung lösen. Gut, hinter dir ist halt cool. Ja. Und dann kannst du so viel Gas geben, wie du dich wohlfühlst. Ich meine, 100 in der Kurve, ich bin angeschnallt, also wenn du Bock hast, zieh durch. Aber ja, so gesundheitlich fühlt sich das irgendwie nicht so gut an, weil man nicht so gut sieht, weißt du? Mhm. Und ruhig Kupplung wieder drücken, rollen lassen. Und vierte Gang. Genau. Na, ja. Na, vierte Gang, genau, in Runde. Sehr gut. Merkst du im Kopf, manchmal denkt man noch über drei Sachen gleichzeitig nach und dann so, was? Ja. So, und dann. So viel Gas, weil, genau, und jetzt kannst du das so ein bisschen abpassen, dass du nicht so sehr durch den Kreis gedrückt wirst, also lieber jetzt schon mal Kupplung drücken und langsam runterbremsen, ruhig ein bisschen mehr, genau, dass du so ungefähr bei 30 bist, ungefähr, das reicht dann schon, und dann nimmst du den zweiten Gang, genau, langsam die Kupplung loslassen, langsam loslassen. Und nichts mehr machen, roll einfach. Siehst du den LKW? Beobachte den. Der fährt weiter, dann Kupplung. Ja, genau, und erster Gang. Gegen den haben wir keine Chance, der macht uns fertig. So, guck nochmal da durch. Wenn keiner kommt, schön langsam. Und locker ans Gas. Locker, weil der erste Gang hat halt auch richtig viel Power, ne? So, und hier wieder raus. Wieder Blinker. Ich bleib bald ruhig am Gas und direkt Kupplung wieder durch, zweiter Gang. Genau. Dass du die Gänge immer ein bisschen ziehst, ruhig, zieh ruhig weiter. Und jetzt wieder Kupplung durch, rollen lassen. Genau. So, ein bisschen Wille machen. Gut, ruhig weiter Gas. Und dann wieder Kupplung durchdrücken und vierter Gang. Sehr gut. Und Fuß weg von der Kupplung. Dann wieder ans Gas. Wenn du übrigens die Welle machen willst, funktioniert das genau so. Ne? Kupplung drücken, dann trennst du Motor und Getriebe und dann kannst du einfach so, aber passiert halt nichts, ne? Fährst halt nicht los. Ist natürlich pädagogisch nicht wertvoll, nicht umweltschonend. Check mal, was da vorne kommt. Ja, Kupplung drücken und bremst runter. Gut. Ruhig noch weiter, genau. Ruhig noch ein bisschen mehr, weil sonst haut dir gleich die Motorbremse so rein. Und jetzt zweiter Gang. Dann alle Füße loslassen. Weit nach links gucken, kommt da einer? Nein. Cool. Wir fahren geradeaus wieder raus. Eine schön locker, große Kurve. Genau, linker rechts. Dann wissen die alle Bescheid. Und dann kannst du wieder drücken. Genau, und zieh wieder. Und direkt Kupplung durch. Ja, ganz locker, nur nach oben, genau. Zieh mal deinen Blinkerhebel ganz kurz zu dir einmal. So, zu dir einfach. Okay. Ja, zu dir ziehen. Ja, genau, das ist richtig, schaut das schon aus. Wegen dem Fernlicht, ich brauch nichts machen, der geht gleich aus. So, einer kommt noch. Wieder am Rad tickt noch. Ja, jetzt geht's so. Weiter bremsen. Wieder zweiter Gang. Und dann, genau, alle Füße loslassen.
der war knapp, hast du gemerkt, ist schon sehr, sehr viel gebremst. Roll weiter, du hast jetzt Vorfahrt. Und Blinker, nicht Gas geben, sonst kickt er dich hier raus. Denn du musst ja noch diese und diese Bewegung machen. Vom Gefühl her denkt man so, alles klar, ich drück drauf. Aber dann ist so, und dann musst du hier so Kart fahren. Ruhig ein bisschen Gas. Ruhig noch mehr. Und dann Kupplung durch. Ja, yep, da ist er. Fuß weg von der Kupplung. Ganz weg, genau. Und bleib am Gas. Okay, kein Gas mehr geben. Kupplung drücken, rollen lassen und vierte Gang. Wieder Kupplung los und ein bisschen Gas. Er hat richtig Bock. Er kommt zumindest bis zum nächsten Kreisverkehr. So, und wieder Kupplung, Bremse. Ruhig vorher ein bisschen fester bremsen. Genau, ist gut so. Bremse loslassen und jetzt nimmst du den zweiten Gang. Während du so langsam jetzt noch drauf zurollst. Langsam weiterrollen. Der blinkt, also können wir weiter. Roll weiter, ist alles gut. Genau. Guck mal, jetzt hast du vorher gebremst. Hast du gemerkt? Weit vorher. Dann hast du mehr Zeit für das Ganze, um zu gucken, zu bremsen, zu schalten. Hier wieder raus. Blinker. Genau, einmal abchecken. Und dann kannst du wieder Gas geben. Je eher du dafür bremst, je mehr Zeit hast du. Und je mehr Zeit du hast, je leichter kannst du diese Arbeit erledigen. Mhm. Dann ist das Fahren auch einfach. Ruhig wieder Kupplung durch, rollen lassen. Genau. Wenn du das spät machst, kommt alles auf einmal und dann musst du halt viel zu viel Gas geben. Ja, ja. Der hinter dir bleibt aber chillig, ne? Mhm. Wenn es passt, nimm noch einen vierten Gang dazu. Schön rollen lassen wieder. Ja, da ist er, genau. Langsam lösen. Gut. Das fühlt sich immer voll krass nah an. Ja. So, drei Kreisverkehre haben wir noch, dann hast du es geschafft. Kupplung und Bremse. Ruhig härter bremsen. Sehr gut, sehr gut. Bremse wieder los. Und jetzt nimmst du den zweiten Gang. Das war richtig gut gebremst. Langsam die Kupplung loslassen. Und jetzt nichts mehr machen. Nur noch rollen und gucken. Auch nicht bremsen. Nur rollen. Wenn dann doch einer kommt, machst du Kupplung und Stopp. Und langsam hier wieder raus, geradeaus. Einfach Blinker. Genau, wieder abchecken, dass hier keiner mit dem Fahrrad kommt. Und dann gibst du Gas. Blumen zum selber schneiden. Gibt's auch. Okay. Kupplung wieder durch, rollen lassen. Gut. Und den Fuß wieder weg von der Kupplung. Jetzt, wo hier so viele Kurven sind, ne, würde ich sogar sagen, dass du gar nicht so viel Gas gibst, weil, guck mal, da ist schon wieder der nächste. Genau. Und wieder zweite Gang einlegen und roll weiter. Einfach weiter rollen. Ah, nochmal zweite Gang. Yep, da ist er. So, und Kupplung loslassen, ganz loslassen, das ist ein bisschen zu schnell. Ja. Und hier wieder raus, Blinker. Das ist krass, immer nach jedem Kreisverkehr darf man hier 100 fahren. Ne? Also mit dem Moped macht das Bock, aber mit dem Auto muss man schalten. Durch Kupplung durchdrücken, rollen lassen. Genau. So, guck mal, wir fahren Richtung Lünen weiter. Siehst du, wo das ist? Ja. Gut. Aber man sieht den Kreisverkehr noch nicht, ne? Deswegen nicht so sehr ballern, weil sonst musst du gleich zu krass reagieren. Genau. Das reicht, sehr gut. Und wieder zweite Gang. Yep. Und jetzt nur beobachten. Roll weiter, immer weiter rollen. Langsam rollen. Und jetzt Stopp in Ruhe und erste Gang. Gut. Und dann hauen wir langsam ab. Die erste Straße, dann hier wieder raus. Blinker. Ja. Alles gut. Und direkt Kupplung durch. Wunderbar. Bleib am Gas und direkt wieder Kupplung durch, rollen lassen. Yep. Fuß ganz weg von der Kupplung. Ja. Yeah.
Und weil wieder kein Schild stand, ist eigentlich wieder 100. Also wenn es passt, kannst du noch einen vierten Gang nehmen und dann gucken wir mal. Genau, wieder rollen lassen. Genau, und jetzt versuch einfach schön diese Kurven hier mitzufahren. Darum geht es ja, dass du dafür ein gutes Gefühl kriegst. Ne? Alter, wie viele Kreisverkehre waren das jetzt überhaupt? 5 oder so? Ne, mehr, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 auch. Das ist schon gut. 7 Kreisverkehre hintereinander. Integrationsschild, dann Blinker, zweiter Gang. Guck mal, da kommt das Ortseingangsschild. Siehst du das? Ja. Direkt Bremse, ruhig fester bremsen, denn du musst bei dem Schild bei 50 sein. Gut, Bremse los. Und jetzt Kupplung durch. Und für 50 wieder welcher Gang? Der dritte. Genau. Ja. Fuß weg von der Kupplung, genau. Und jetzt beobachte einfach die Ampel. Dann weißt du, ob sich das lohnt, jetzt schon Gas zu geben oder nicht so. Jetzt eher nicht so, also Gas wegnehmen. Und dann Kupplung und Bremse. Und mehr nicht. Einfach nur Kupplung und Bremse. Dann bremst du dich so langsam an die dran. Ruhig noch ein bisschen weiter. Ein bisschen näher an ihn dran. Und fertig. Erster Gang. Gut. Siehst du, guck mal, die nach links haben zum Beispiel einen grünen Pfeil. Die können einfach wieder abbiegen. Mhm. So schön langsam. Die sind nämlich nicht alle so schnell wie wir hier. Und jetzt wieder Gas. Direkt Kupplung durch. Und wieder Kupplung durch, rollen lassen. Genau. In der Stadt ist das immer so ein zweiter Gang, dritter Gang, zweiter Gang, erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang. Also da ist Schaltwagen auch eher eine Beschäftigungstherapie als sinnvoll. Genau, beobachte die Ampel gut. Was ist Psycho? Hast du gemerkt, der kommt da so angefangen und denkt so, aber links kannst du nicht rüberziehen. Das Einzige, was du machen kannst, ist mit dem Fuß an die Bremse gehen und dann darauf aufpassen, was der macht, dass du den wirklich sehr, sehr gut beobachtest, weil wenn der auf einmal wegzieht oder was weiß ich, dass du dann noch reagierst und nicht sofort drüber fährst. Check mal, wie schnell wir fahren. Schon 51. Genau, Kupplung durch, langsam runterbremsen und roll ruhig, genau, bis an ihn dran. Hier. In Lünen ist ja der Kirmes, ne? Ja. Gehst du hin? Nee. Ich auch nicht, sind immer die gleichen Gesichter eh in der Stadt, ne? Außer vielleicht gebrannte Mandeln, da habe ich immer Bock drauf. Ja, genau. Das geht. Aber ansonsten, vielleicht irgendwann in der Mittagspause halte ich mal an. Eine Tüte für den Fünfer und dann wieder tschüss. So, schön locker. Genau, und dann ziehst du direkt wieder mit. Direkt Kupplung wieder durch. Jawohl. Und direkt Kupplung wieder durch. Sauber. Hinter dir, der bleibt cool, ne? Mhm. Gut. Den Fuß nimm mal weg von der Kupplung ganz. Yep. Gas ganz ruhig wieder. Das passt ja. Ist nur wichtig, dass du den von der Kupplung wegnimmst, weil du merkst ja, man drückt immer mal wieder so ein bisschen mit. Mhm. Damit machst du dir diese Kupplungsscheibe irgendwann kaputt auf Dauer, wenn du immer mal wieder mitdrückst. Ich mache hier voll die Moves. So, an der nächsten Ampel ist noch ein bisschen hin, aber da biegen wir gleich links ab. Okay. So, nimm jetzt schon mal ein bisschen Gas weg, check die Spiegel und dann blink mal links, dass die anderen schon mal wissen, was du vorhast. Und dann kannst du komplett die Spur wechseln. Richtig blinken, sodass du das merkst, diesen Knackwiderstand, weißt du? Genau. Und dann Kupplung durch. Und Stuhl.
That's it. Jetzt hast du ja hier die ganz normale rote Ampel, ne? Auf der anderen Straßenseite, da hängt noch so eine Ampel. Ja. Da blinkt ein Pfeil gelb drauf. Das Einzige, was der machen soll, ist, dich darauf aufmerksam, dass da vorne ein Auto kommt. Mhm. Das heißt einfach nur Achtung, Achtung, Achtung. Bei manchen Ampeln springt der um zu einem grünen Pfeil. Hier nicht. Hier blinkt der einfach nur gelb und sagt immer so, pass auf. Weil viele, wenn die hier angeschossen kommen, denken dann so, alles gleich, ich hab ja grün, zieh ich durch. Ne? Und dann kommt einer und dann kommt der ADAC und dann ist vorbei. Siehst du den blinkenden Pfeil, meine ich. Jetzt kannst du schon langsam losfahren. Genau. Dann wartest du, bis frei ist und dann kannst du langsam durch. Jawohl. Ja, und sobald du Gas gibst, geht's hier wieder ab. Rückkupplung durch. So, hier ist jetzt schon 50, ne? Aber mit 50 kriegen wir die Kurve nicht. Boah, bremse eher. Deiner ist gut raus. Ups. Gut. Wie gesagt, ich habe keine Angst. Hast du gemerkt, ne? Man sieht die Kurve und denkt so, ja, alles klar. Und auf einmal so, oh. So. Ich ein bisschen links rüber. Und jetzt Kupplung durch und wieder rollen lassen und dritter Gang. Genau. Sehr gut. Jetzt ist hier 50, ganz normal, innerhalb geschlossener Ortschaft, weil kein Schild steht. Einfach 50. Ich hoffe, das mit dem Ton funktioniert hier. Ich habe hier so ein neues Mikrofon da dran geklemmt. Schauen wir mal. Drück uns mal die Daumen. Nicht zu sehr auf die gucken. Hast du gemerkt, sobald du irgendwo anders hinguckst, pssst, geht's hier direkt rechts ab. Ein bisschen langsamer wieder. Voll die Schrottstraße hier. Am Ende fahren wir rechts weiter. Du kannst jetzt schon mal Gas wegnehmen und Blinker rechts machen. Genau. Kupplung auch durchdrücken. Ein bisschen links bleiben noch, wegen dem Busch hier. Kupplung ganz durch, genau, dann langsam hier rüber. Jetzt nimm mal einen ersten Gang, bleib aber nicht stehen. Roll langsam weiter. Jetzt guckst du nach links und wenn da keiner kommt, hauen wir einfach ab. Guck nochmal. Jetzt kannst du einfach fahren. Weil hier ja kein Stoppschild war, musst du auch nicht stoppen. Sondern nur Vorfahrt gewähren. Das heißt, du guckst, wenn keiner kommt, tschüss. Guck mal da, das gelbe Schild. Ortsausgang. Kupplung durch, zweiter Gang. Genau. Und direkt wieder Gas. Und direkt wieder Kupplung durch, Gas weg. Genau. Sehr gut, jetzt hast du auch den Fuß schon weggenommen. Wenn es passt, kannst du noch den vierten Gang auch hinterher nehmen. Einfach wieder Kupplung durchdrücken. Genau. Sauber. Sauber, sauber. Guck mal, jetzt wollen die halt nicht mehr, dass du so weiterballerst. Also bremsen die das wieder runter von 70 auf 50. Schon langsamer werden, weil halt sowas passieren kann. Direkt Kupplung durchdrücken und wieder einfach langsam runterbremsen. Bis, keine Ahnung, wir stehen bleiben oder so. Und jetzt brauchst du den ersten Gang. Wenn es dir passt, mach ruhig Kupplung und zweite Gang. Hier rechts ist übrigens das Ortseingangsschild, siehst du? Mhm. Wer kam? Jetzt ist alles wieder 50, ohne dass ein Schild steht. Bisschen links bleiben. Genau, Kupplung wieder durch, Gas weg. Yep. Kein Gas, weil die da vorne alle stehen, guck mal. Je weiter und je eher du das siehst, je leichter hast du dann deine Fahrweise. Ist das nicht so anstrengend, bist du dann nicht so. Nein, ist alles gut. Dritte Kupplung zurück und nur Gas geben. Genau. Weil wir ja nicht zu sehr langsam geworden sind. Also es ging ein bisschen, aber nicht viel. Kein Gas. Eher ein bisschen bremsen. Also ein bisschen bremsen, genau. Weil wegen, ne? Rund 50 und so. Ein bisschen links bleiben.
sag mir mal Bescheid, wenn du das Ortsausgangsschild siehst. Ja, genau. Ab da ist wieder. Und dann kannst du ab hier direkt wieder drauf drücken. Genau. Sehr gut. Genau. Machst das richtig gut mit dem Fuß, den nimmst du immer wieder weg von der Kupplung, legst den so zur Seite, das ist richtig gut. Naja, sie übertreibt voll. Bei Audi finde ich das cool, die Scheinwerfer, wie das so aussieht, ne? Dieses Licht, was der hat da oben, wenn du mal hier guckst. Da aus dem Auge. Zieh ruhig wieder ein bisschen an. Du kannst auch ruhig einmal Vollgas geben, passiert auch nichts, also drückst ruhig einmal ein bisschen fester. Dann nimmst du wieder Gas zurück, kommst du nur schneller an die Geschwindigkeit. Aber also der hat, glaube ich, 130 PS hier. So viel muss es geht, aber passiert nicht so viel. Genau. So. Genau. Ja, und wieder. Lass dir Zeit, die kommen ja auch noch nicht so ganz vorwärts, ne? Ups. Yep. Genau, weil es so ein bisschen bergab geht, das gemerkt, ne? Weil sonst rollt man immer so ein bisschen zurück. Aber so wie jetzt, so ist gut. Guck mal, eine LKW-Fahrschule. Hm. Boah, das habe ich gehasst wie die Pest. Als Fahrlehrer musste man damals alle Führerscheine machen. Oh nein. Ich musste LKW mit Anhänger machen. Irgend so ein scheiß Drecks 40 Tonner, ey. Da hatte ich null Bock drauf. Das ist anstrengend. Die Fahrschule, bei der ich war, der hatte keinen eigenen LKW, der hat sich den so geliehen und das war auch so ein alter LKW. Und so ein LKW, ich weiß nicht, wie viele Gänge der hatte, 24 oder was, der musste für den ersten Gang, also es gab den ersten Gang und dann gab es einen Untergang und einen Übergang. Und da musste man so zick, zack, dong, bing, tack, bing, bong, bing, bang. Ja, und du siehst ja meine super maximal stabilen Beine. Ja. Also, war nicht so cool. War nicht so cool. Wenn du schon Muskelkater vom Autofahren hast, dann weißt du, was los ist. Ja. Direkt wieder ans Gas, cool. Zieh ruhig ein bisschen mehr, weil es auch bergauf geht und direkt zweite Gang. Genau. Und direkt wieder. Yep. Sehr gut. Okay, nicht mehr ganz so schnell, weil guck mal, siehst du das Ortseingangsschild? Ja. Richtig mies, ne? Also ab hier. 54. Bisschen mehr bremsen. Damit du jetzt bremst. Genau, jetzt hast du Reserve, weißt du? Da musst du am Ende nicht so. Genau. Jetzt probier mal zweite Gang. Dritte ist ein bisschen zu. Das ist zu früh, ne? Aber zweite Gang sollte eigentlich gehen. Aber bleib erstmal zweiten Gang. Ein bisschen bremsen wieder. Nur die Kupplung brauchst du nicht, die kannst du eigentlich langsam lösen. Genau. Sonnenstudio. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
So, Green Berlin, jetzt können wir wieder. Ups. Ja, genau. Bleib dran und direkt Kupplung. Und jo. So, Fuß weg von der Kupplung, genau. Und einmal hinter dir kontrollieren. Alles gut, cool. Der Audi bleibt dran, ne? Nur ein bisschen bremsen, wenn die so einen Quatsch machen. Und dann kannst du danach direkt wieder Gas geben. Boah, ich suchte im Moment Apfelschorle. Ja, ich auch. Echt? Ich liebe Apfelschorle. Kein Gas, bremse ein bisschen wegen dem Psycho-Fahrrad hier. Schön links drum rum. Genau. Bleib ruhig auch noch weiter da, dass du erstmal locker vorbeikommst. Gut. Ich habe in meinem Leben noch nie Apfelschorle gemocht. Aber seit 2 Wochen raste ich aus auf Apfelschorle. Ich bin heute angehalten und habe mir eine Kiste Apfelschorle gekauft. Guck mal. Dann bremse erstmal ohne Kupplung. Einfach nur so ein bisschen bremsen. Wenn du merkst, okay, geht wieder, dann gibst du wieder ein bisschen Gas. Dass du versuchst, so wenig zu arbeiten wie möglich. Die Ampel gut beobachten, sieht ja alles dann ganz gut aus. Genau. Das ist schon maximal Nähe. Wenn du jetzt noch näher kommst, dann wird das nachher zu krass mit dem, wenn der mal bremst und abbiegt, weißt du, dann musst du so aufmerksam sein, da kannst du nicht mal einmal so aus dem Fenster gucken, weil dann bremst der und du knallst drauf. Deswegen lass dir immer Minimum so einen Abstand, dann kannst du immer in Ruhe Auto fahren. Hast du keinen Stress. Siehst du das wieder? Da geht er nicht. Wo ist meine Apfelschorle? Schneiden. Aber keine Sorge, ich habe noch eine Kiste im Koffer auf. So, guck mal, hat sich richtig gelohnt mit den 70. Kannst direkt wieder anfangen zu bremsen. Denn richtig mies, unter der Brücke stehen direkt immer die Sheriffs und Lasern. Für die, die da Bock haben zu ballern. Weißt du, da fährst du raus, siehst gerade, okay, Ortsausgang 70, und dann ziehen die einmal hoch. Und dann kommt schon wieder das 50-Schild. Und dann, schönen guten Tag, Sie wissen, warum wir Sie anhalten. Wir fahren gleich, ich hoffe, man erkennt das, Richtung Lünen weiter. Nimm mal Gas ganz weg. Du, okay, das reicht schon, nicht so stark bremsen. Sieht man gar nicht. Wir müssen jetzt doch da rechts, siehst du es? Du kannst dich schon ein bisschen rechts halten, Blinker rechts. Richtig blinken, so nach oben einmal. Genau, und dann Kupplung und wieder langsam runterbremsen. Ja, nicht so ganz so krass. Mal der erste. Yep. Wieder als Eingang. Wenn es passt, zweiter Gang. Ich sag, du hast die Kupplung nicht gedrückt, hast du gemerkt? Ja. Dann kommt er nicht. So, Pfeil, dann kannst du einfach fahren. Da brauchst du auch nicht gucken oder absichern oder irgendwas, kannst du einfach locker durch. Schön in der Mitte der Straße fahren. So, so richtig, so dass der sieht, wir kommen hier. Ja, und jetzt netter Hinweis, 30 wegen Straßenschäden. Wer hier nicht merkt, dass hier Straßenschäden sind, der hat ein ganz anderes Problem. Ein bisschen links rüber, so dass du, guck mal, guck in den und in den Spiegel. Vergleich das so ein bisschen, dass du dich selber so auspendeln kannst. Genau. Kupplung ruhig wieder los. Fahr ruhig rechts an ihm vorbei, wenn hier keiner kommt. Guck mal hier kurz rein. Dann kannst du so ein bisschen rüberfahren. Genau. Fuß ruhig weg von der Kupplung. Durch Zeit, nicht ganz so schnell mehr, ein bisschen links bleiben. Jetzt musst du halt überall da fahren, wo die gelben Linien sind. Siehst du das? Ja. Kupplung direkt durchdrücken und dann einfach langsam wieder ein bisschen links rüber. Genau. Ja, korrekt.
So, was ist hier mit grün? Ich glaube. Schön langsam. Sehr gut. Und direkt Kupplung durch. Genau. Und direkt wieder Kupplung durch. Rollen lassen. Yep. Und wir fahren wieder Richtung Löwen. Siehst du, wo das ist? Ja, rechts. Gut. Ich höre mal jetzt den Blick. Tick ruhig an, genau. Ah, jetzt hast du das Fernlicht kurz mit angemacht. Zu dir ziehen kurz den Blick. Yep. Nochmal blinken. Und Kupplung durch. Und langsam runterbremsen. Wunderbar. Yep. Technopark. Nein, ganz ehrlich, früher bin ich da mal hingefahren und hab gedacht, da wäre irgendwie ein Club oder so. Leider ist es nicht. Aber das ist ein Technologiezentrum, wo irgendwelche Firmen angesiedelt sind, die irgendwas machen. Ich bin die ganze Zeit immer im Kreis gefahren und hab gedacht, okay, wo soll der Park sein? Schön langsam. So, Vorsicht, der Fahrradfahrer, siehst du den? Guck mal, ja. Die ziehen alle durch, gut, dass der einen Helm auf hat. Die beiden hier auch noch. Ja, Kupplung, schön langsam. Ja, nicht bei allen. Sehr gut. Bisschen links rüber. Gut. Und dann Kupplung durch. So. Wie schnell dürfen wir fahren? 30. Nein. Lies dir das nochmal genau durch. Von 22, 50. Genau. Das sieht nämlich so komisch aus. Man fährt hier lang, erschreckt sich und man sieht so das 30-Schild und denkt, alles klar, ich weiß Bescheid. Ja, von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens. Aber ansonsten ist alles gut hier. Schön geradeaus weiter, genau. Kontrollier ganz kurz immer die Spiegel. Wenn du so einen Move machst, dass hier nicht irgend so ein Rennradfahrer neben dir ist oder so. Manchmal fahren die so eine Mission, ich weiß nicht was, aber die fahren dann auf der Straße, keine Ahnung, wo die hinwollen. Na, guck nochmal deine 30. Ja, er fährt schon 50, er hat gar keinen Bock darauf. Genau. Die kannst du dann loslassen und Handbremse anziehen. Andersrum. Achso. Dann hört man das immer mit diesem. Weißt du? Okay, genau. Kein Gas und Maschine. Wovon fängt es gerade an zu regnen, ne? Mhm. Krass. Und wie fandest du es? Besser als letztes. Ja, ne? Ja. Also, war wirklich gut. Was mir gut gefallen hat, wie gesagt, das war das, dass du schon von Anfang an darauf geachtet hast, dass du das nicht mehr gemacht hast, dass du nicht rumgezogen hast, dass du dir Zeit gelassen hast beim Schalten. Das gibt dir dann nachher viel mehr Sicherheit. Am Anfang denkt man so, boah, ich kann doch nicht so lange warten zum Schalten. Mhm. Aber du merkst ja jetzt, wenn du doch so lange wartest, geht das von alleine viel schneller. Und dann bist du nachher ein sicherer Autofahrer, nicht so einer. Mhm. So ist dann gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, und jetzt am Ende hast du ja gemerkt, sobald man noch mal ein bisschen in die Stadt näher kommt, da wird es schon ein bisschen spannender. Ne? Ja. Was mir gut gefallen hat auch noch, waren die Kreisverkehre. Am Anfang hast du natürlich gedacht, boah, was das. Aber schon so die letzten, die waren dann schon richtig gut. Und praktisch an diesem Level bleiben wir jetzt. Also wir machen das jetzt, wir werden beim nächsten Mal auch wieder ein paar Kreisverkehre machen. Mhm. Und dann Step by Step wird das halt immer schwieriger. So. Und morgen haben wir schon nächste Stunde, ne? Ja. Korrekt. Sehr gut. Ja, dann mache ich hier raus im Prinzip schon die zweite, nächste Folge. Mhm. Moin, Malte kommt schon rein hier. Hi. Moin, Malte. Ja, ich hätte sonst gedacht, also wir hätten gleich tauschen können. Ach so. Okay. Aber auch kein Ding. Halt. Ja, dann mache ich hier raus im Prinzip die zweite Folge und dann morgen auch schon die dritte. Ne? Also heute Abend, ich glaube um 8 Uhr ist Premiere. Sehr gut. Okay, hast du noch Fragen? Nein. Nee, ich auch nicht. Cool. Oh, ich habe noch 3% Akku. Schaffen wir das noch hier mit dem Autogramm? Pass mal auf. Vielleicht. Buchen, wir probieren es. Unterschrift. Cool, mir gut gefallen. Pass auf dich auf. Ja, wir auch. Bis morgen. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, den Like-Button drücken! Und wenn ihr Bock habt, auch noch abonnieren. Könnt ihr auch noch.
dann gibt es nämlich immer mal wieder ein paar Videos. Ja, ansonsten, wisst ihr, was ich meine? Passt auf euch auf. Ich hab euch lieb. Macht euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So. Und ich fahre jetzt gleich noch zum Sport. Wallah, hab ich da Bock drauf. Habt ihr auch immer so Bock auf Sport wie ich? Ja. Aber wenn du den ganzen Tag sitzt, Junge, musst was machen. Du musst was machen. Der Sommer kommt. Ich meine, der Winter kommt auch, aber... ihr wisst schon, was ich meine. Tschüss.